So, und damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen zu Let's Play Skyrim. Jo, wir wollten uns. Ach ja. Ja, das hatten wir vor, aber dafür müssen wir, glaube ich, noch leveln. Weil. Wo war das denn jetzt? Fertigkeiten. Wir haben noch zwei Verbesserungspunkte. Aber wir brauchen mehr Magicka unten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist per Trank. Nö. Wo ist denn Magicka? Verzauberung, Veränderung, Wiederherstellung, Zerstörung. Verzauberung. Ist das Verzauberung? Prozent wirkungsvoller. Ich glaube, das ist nicht Verzauberung, oder? Drachenfluch, Feuer-Adem. Schild der Klinge. Habe ich das nicht hier ausgewählt? Okay, das kann natürlich auch sein, dass ich das da nicht ausgewählt habe. Das ist Veränderung. Das hier. Kostet aber 88. Und das. Oh. Ich habe das doch ausgewählt, oder? Bin ich jetzt dumm? So, Veränderung. Maidlight, links. Aber. Weil wir nur 40 Magicka haben. Und ich weiß nicht, ob wir per Zaubertränke das irgendwie hochballern können. So, was haben wir denn? Ausdauer, ewige, ne, stellt Magicka vollständig wieder her. Stellt 25 Punkte Magicka wieder her. Ne, stellt 100 Punkte Ausdauer wieder her. Magicka wieder her. Ne, ich weiß nicht, ob da stellt. Zaubertrank, Tragfähigkeit, der wird dann nur verbessert. Ne? Und dadurch no change. Hier reinzukommen. Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Weil für Selbst sie wenn sie nicht beachtet oder sollen wir irgendwas zaubern. Damit wir durch die Tür kommen, oder? Weil wir können ja hier nicht einfach durch, oder? Dann werden wir doch. Akademie von Winterfest entdeckt, weil das Tor verschlossen ist, richtig? So, und sie macht uns schließlich nur das Türchen auf, wenn wir, ich glaube, hier das Licht zaubern. Aber das können wir ja nicht, weil wir haben, irgendwie ein unsichtbares Schild oder was, das ich jetzt nie sehe, ne? Komisch. Wie gesagt, sie macht uns das Ding da nur offen, wenn wir vor ihr halt diese Magicka-Kugel rausholen. Anders nicht. Leider. Da macht sie uns oben das Türchen offen. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei Ne. sein, Ich möchte aber mehr die über die Akademie Gacke, ich besteht möchte immer noch. Zerstörungsmagie trainieren. Es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Wenn ihr den Test besteht, dann ja. So, und da Drachenblutzutritt gewähren. Drachenblut? Es ist so lange her, seit wir Kontakt mit den Graubärten hatten. Habt ihr wirklich die Stimme? Ich wäre sehr beeindruckt, wenn ich das sehen könnte. So. Das ist ein echter Mann. Dann stimmen die Geschichten. Ihr seid das Drachenblut. Oh, Normalerweise ehrlich? Hast du jetzt müsstet ihr ein verstanden? paar Kenntnisse in einer der Schulen der Magie nachweisen. Aber ihr, ich glaube, es gibt vieles, was wir voneinander lernen können. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Gibt's doch noch einen anderen Weg. Abgeschlossen. Wirke ein Magierlicht, melde dich bei Mirabelle Erwin. Ja, haben wir es doch anders geschafft, reinzukommen. Ich dachte jetzt, was ist sie denn jetzt? Ach so, ja, sie macht jetzt das mit diesem Magikerlicht, weil das hätten wir hier anwenden müssen, glaube ich. Und, ja, dann an dem Punkt und an dem anderen Punkt, dann geht das Tor open. Aber wir haben ja nicht so viel Magicka-Punkte und
Bin ich froh, dass wir das jetzt auch hier irgendwie anders lösen konnten. Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Guck mal, das Türchen ist schon offen. Muss ich noch nicht mal hin? Nicht von dir. Wolltest du mir noch was erzählen? Die Akademie ist eine große Bereicherung für Himmelsrand. Selbst wenn sie nicht beachtet oder wertgeschätzt wird. So, und damit sind wir dann in der Akademie. Quatscht uns jetzt hier jemand voll, oder? Man sieht's. Schöner Strahl nach oben. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie, mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Anscheinend gibt es Probleme mit dem Kollegen, oder was? Mach deine optische Hose. Willkommen an der Akademie. Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen, aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit? Ich würde mich gern umsehen, entschuldigt, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Sehr schön, bitte folgt mir und bleibt nicht zurück. Die Akademie von Winterfeste ist schon seit tausenden von Jahren eine feste Institution in Himmelsrand. Dieses herausragende Bauwerk ist die Halle der Elemente. So, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen überlastet. Nö, wo ist denn da Lellings Wiederherstellung? Okay, das ist die aber nicht. Illusion, Zerstörung. Hä? Die wird mir jetzt nicht da noch Stiefel. Und ja. Ich schmeiß das einfach mal ganz trocken. Übungen und allgemeine Versammlungen finden vor allem hier statt. Vor ihre Foot. Zaubertränke. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, falschen. Irgendein Gift, Rotz oder sowas. Tarnung. Komm. Das Arkaneum liegt über der Halle und darüber befinden sich die Räumlichkeiten des Erzmagiers. Technisch gesehen leitet der Erzmagier die Akademie. Doch seine Verpflichtungen nehmen ihn häufig anderweitig in Anspruch. Darum kümmere ich mich um das Tagesgeschäft. Wenn ihr mir jetzt bitte folgen wollt, zeige ich euch den Wohnbereich. Leider mussten wir aufgrund einiger Probleme mit den Nord strengere Zugangskriterien einführen. Wir rechnen eigentlich nicht mit Gewaltausbrüchen, aber es schadet nicht, vorbereitet zu sein. Oh, da gebe ich Ihnen sehr gern recht. Mobile. Mal kauen? Nein, Spaß. Spaß, ne? Ne? Nimmst du ganz. So. Dann gucken wir mal, wo die Kollegin langläuft und ne, zeigt uns sofort die Schlafgemächer. Ah. Und jetzt werden wir angegriffen, oder? Was passiert? So, dann gehen wir einfach mal rein. Unsere neuesten Mitglieder werden hier in der Halle der Bekräftigung untergebracht. Bitte senkt eure Stimme, solange ihr dort drinnen seid, denn es kann immer vorkommen, dass jemand gerade an einer Forschung oder einem empfindlichen Experiment arbeitet. Okay, ich werde nicht allzu laut sein. Werde ganz leise sein, versprochen. Halle der Leistung. Dann schauen wir uns doch mal die Leistungen unserer lieben Kollegen und Kolleginnen an. Einfach mal direkt so. Ihr teilt euch die Räumlichkeiten mit euren Mitlehrlingen, die ihr schon bald kennenlernen werdet. Okay. Hier seid ihr untergebracht. Das sind euer Bett und euer Tisch. Bitte nehmt Rücksicht auf die anderen. Gehen wir jetzt zurück zur Halle der Elemente. Dort finden sich die meisten Mitglieder zu Vorlesungen und Studiengruppen zusammen. Kleiderschrank. Guck mal, da sind sogar... Was? Wartprobe? So, das finde ich doch schon mal sehr, sehr, sehr nice. Guck mal. Das wollte ich eigentlich gar nicht anziehen. Da können wir doch schon mal sowas wie diesen
Kram erstmal hier reinlegen, würde ich mal so behaupten, weil ich gehe mal davon aus, dass das komplett unser Schrank ist. Und jetzt nicht so viele darauf Zugriff haben. Bücher, haben wir noch irgendwelchen schweren Bücher, die wir nicht mehr brauchen? Nee, 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 300, ja, ist ein bisschen wenig. Wir bräuchten da schon ein bisschen mehr. Ja, das tue ich erstmal weg. Das kommt auch erstmal da rein, weil ich würde gerne dieses Drachenfluch erstmal benutzen. Dämmerbericht ist natürlich auch sehr nice. 5 Schaden bei Drachen, 10 Punkte Blitzschaden bei anderen. Deswegen steckt Ziele für 10 Schadenspunkte in Brand und verursacht bei daraus resultierten Tod eines Untoten eine Feuerexplosion, die umstehenden to Untote vertreibt oder tötet. Sehr schön. Egal. So, machen wir erstmal, wie gesagt, erstmal ein bisschen Platz. Ich guck mal, weil wir haben ja noch diese Perlchen hier, die ein bisschen Platz kosten. Haben wir. Guck mal, Barren. Die könnte ich doch auch erstmal hier unterbringen. Oder die Drachenschuppen und sowas. Eisenbarren. Eisgeist-Zähne. Zähne. Elfenbogen, den nehmen wir natürlich wieder. Ganz klar mit. 17.000 Gold habe ich. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bam, 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 bam. Aber wie gesagt, erstmal hier diesen. Ach, guck mal, eine Schatzkarte haben wir auch noch. Da könnten wir auch mal vorbeigucken. Was? Korallen-Drachenklaue. Die behalte ich jetzt mal. Ganz trocken. Ne, 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 ne. Monderz, das behalte ich auch erstmal. Was haben wir denn da noch? Was wir, wie gesagt, damit wir natürlich erstmal wieder ein bisschen auch aufnehmen können. Ne. Und das hier, wie gesagt, gehe ich mal von aus, wird definitiv unser Schrank sein. Aber die können wir sowieso nicht ablegen. Nö, 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 nö. Und wir können ja dementsprechend auch schnell hier hinreisen. Und immer wieder alles mitnehmen. So soll. Wo ist sie denn? Die ist natürlich erstmal da. Hast du hier nichts? Guck mal. Ne, da finden wir doch schon direkt wieder Kettchen und sowas. Was haben wir hier? Oh, ne, 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 ne. Was? Hockerzahn. Pelz. Fell, das nehme ich immer gerne mit. Weil. Das können wir noch weiter verarbeiten. Zu Lederstreifen und sowas alles. Und da kriegen wir ja dann auch nochmal Erfahrungspunkte beim Schmieden. Und darüber können wir uns ja dann auch noch leveln, damit wir uns vielleicht dementsprechend nochmal später feinere Rüstungen herstellen können. Und die natürlich dann auch verbessern. Damit wir einen deutlich höheren Schutz haben. Ich klaue mir auch mal seine komischen Steinchen da. So, was haben wir denn hier noch? So, das ist auch schon mal weg. Natürlich sollten wir uns am besten auch nicht erwischen lassen, sonst gibt es richtig Ärger. Und ich weiß nicht, ob wir hier dann überhaupt noch mal hin dürfen. So, Gold. Ja, der ist natürlich leer. Was hast du hier? Krankenheilung. Zaubertrank. Wir haben ja unser eigenes Bett.
So, sie ist jetzt rausgegangen, ne? Gehen wir auch mal wieder raus nach... Anfangs werdet ihr Unterricht bei Tolfdier haben, einem unserer angesehensten Zauberer. Niwa? Hast du mich beim Clown erwischt, oder was? Ich hoffe nicht. Oh. Das klingt schon mal ganz anders. So, was ist denn da? Ganz genau dich. Wo bist du? Wo landest du? Okay. Frostdrache. Also er wird auch schon gut attackiert. Und jetzt merken die, dass ich ihn... Habe ich ihn jetzt damit überhaupt irgendwas abgezogen? Jetzt merken die, dass ich ein Drachenblut bin oder was? Wie gesagt, ich möchte ja auch orkische Pfeile noch machen. Und da weiß ich jetzt noch nicht, was uns da fehlt. Da muss ich auch noch mal gucken. Am besten natürlich. Cola haben wir sowieso. Drachenfluch. Ich weiß nicht, ob er dann auch direkt das Schild mit auswählt. Ach, du bist schon tot. Ich nehme das alles mal mit. Ich klaue mir auch mal deine Seele. Ich glaube, wir haben noch drei über, wenn ich mich nicht täusche. Das könnte jetzt sogar die vierte sein, die wir dann jetzt noch haben. Ich kann ja mal gucken. Das ist ja, glaube ich, unter Magie. Schreie. Und dann sehen wir ja unten rechts vier Drachenseelen haben wir noch. Und ja. Wir haben ja... Tum greift in die Leere selbst und verändert deine Form. Du kannst weder verletzt werden, noch jemanden verletzen. Ja, und das... kann ich noch nicht mal freischalten. Und ja, die anderen sind schon frei. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 10 kämpfen 30 Sekunden lang nicht mehr. Belebt einen sehr mächtigen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Verbessert Nachtsicht für 60 Sekunden. Und ja, Vampir-Scheiße. Ich würde es am besten loswerden. Schon allein wegen Ausdauer und... Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie Magiker. So wie bitte? Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Ja, sind wir doch, oder? So, danke. Wo war die Umkleide? Es war jetzt nicht die Umkleide, oder? Halle der Leistung, doch. Da würde ich nämlich ganz schnell noch eben die, Drachenknochen weglegen hier in unser Zimmer, was sich hier befindet. Weil die zu viel wiegen. Schon allein wegen denen sind wir schon wieder bei 290 Gewicht gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 125 offen. Also können wir dementsprechend auch noch ein bisschen was schleppen. Und du hast mir gar nichts mehr zu sagen? Wenn wir mit der Führung über das Gelände fertig sind, können wir reden. Da hast du noch deine restliche Garderobe. Die brauche ich nämlich nicht. Die ist für mich unrelevant. So. Einfach mal das Tor öffnen. Ah, jetzt sollen wir wieder raus. Oder hier durch. Gehen wir mal da rein. Weiß nicht, wer jetzt da drin auf uns wartet. Hallo. Peter. So, da hinten sitzt er. Alles voller Bücher oder was? Ja, Bücherschränke. Schön.
Schön habt das hier. So, wer bist du? Urak! Ihr seid nun im Akarneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Das ist schön. Stört mein Akarneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Dann kriegst du einen Feuerschrei. Gibt es Akademie-Gelegenheiten, bei denen ich helfen kann? Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Was habt ihr zu verkaufen? Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Angefangen.